Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Let's Play Jurassic World Evolution. Hier sehen wir unseren Ceratosaurier und ich muss sagen... Sie haben bei dem Auftrag wirklich gute Arbeit geleistet. Jawohl, das war noch der von der letzten Folge, als wir diesen Saurier verkaufen sollten. Und das haben wir gemacht. Also ich muss sagen, mir gefällt das Muster hier mit dem Dunklen viel besser als das im Nullgehen. Jawohl. Ja, ja, Grund ist noch voll. Aber mir ist aufgefallen, wir haben hier ein kleines Problem. Fehlendes Grasland bei ihm. Wir gucken mal, ob wir es beheben können, indem wir hier einfach ein bisschen Wald wegmachen. Schauen wir mal. Einfach mal hier und dann auch. Wie sieht's jetzt aus? Ja, jetzt geht's. Aber er braucht auf jeden Fall schon irgendwann ein bisschen mehr. Wir haben die Option, dass wir das Gehege so in diese Richtung erweitern. Aber wir nehmen mal lieber noch ein bisschen Bäume weg. Er braucht wirklich... Raumwald. Das ist eher so der Grasland-Typ. So, und hier haben wir natürlich unsere Hyangosaurier und da haben wir einen ausgebrütet, den lassen wir jetzt frei. Und gucken uns an, wie es denen geht hier. Ja, die brauchen auf jeden Fall mehr Wald. Und wir haben auch ein Stromproblem, aber das ist nur das ACU-Zentrum, das wir gebaut haben, das nicht in einem Umspannwerk ist. Deswegen kümmern wir uns erstmal hier rum. Ist auch gerade wichtiger, weil wir brauchen jetzt bei ihm hier auf jeden Fall eine Fressstation. Und zwar bauen wir die direkt hier hin, würde ich sagen. Und da brauchen wir dann natürlich ein Spandor dazu für die Pflanzenfresser ebenfalls eins. Das bauen wir auch direkt davor. So. Damit ist die Versorgung der Saurier schon mal gesichert. Jetzt werden wir diesen Zaun erweitern. Ich würde sagen, tatsächlich, es bietet sich ja an, das hier dann größer zu machen. Und das machen wir auch. Ich würde sagen, eins, zwei. Oh, das können wir uns wieder nicht leisten, Leute. Wir sind hier wirklich am Krebsen, muss ich sagen. Also da brauchen wir echt mehr Geld. Können jetzt auch nichts mehr ausbrüten, dass das schneller geht. Sind wir wenigstens im Plus. Ja, das sind wir. Das ist gut. Cerato frisst. Haut sich da den Schinken rein. Ja, lass dir schmecken. Hast schon recht. Guckt er uns total an. Und hier drüben ist auch bereits wieder einer am Fressen. Super. Jetzt haben wir wieder ein bisschen Geld. Jetzt können wir hier vielleicht das Gehege ein bisschen weiter bauen. Zumindest vielleicht eine Stufe. 13.000 kostet das. Eigentlich ganz schön teuer, so ein Zaun. So, und dann ziehen wir von da oben ebenfalls hier rüber. So. Und dann machen wir das ganze Ding zu. Zack. Und das obere Stückchen, das können wir wieder wegmachen. So. Und jetzt reißen wir das auch weg. Gibt es eigentlich auch Geld? Ein bisschen, ja. So. Wie geht's euch jetzt? Ah, jetzt ist alles in Ordnung. Super. So. Es war auch ein großes Glück, dass das mit dem Hyango jetzt funktioniert hat, glaube ich, weil er eine Lebenserwartung von 80%... Halt, nein, wir sind hier auf dem Ceratosaurus. Eine Lebenserwartung von 88% nur hatte, also sprich, hätte es zu 12% schief gehen können. Jetzt gucken wir mal, wie wir ihn weiter modifizieren können, denn da geht ja noch ein bisschen Farbe. Da würde ich sagen, machen wir wieder Savanne. Das bringt keine Unterschiede. Gucken mal hier. Bei der Bewertung bringt die zähe Haut nicht wirklich was. Ah, lassen wir das so. Ich finde Lebenserwartung schon relativ wichtig. Aber dadurch leben die Saurier länger. Würde ich fast mal behaupten.
Und deswegen stellen wir das so hin. So, und jetzt kommen wir auf eine Lebenserwartung von 82% nur noch. Also müssen wir auf jeden Fall hier zwei Erfolge reinbauen. Zwei Erfolgsraten höher, dass wir hier wieder auf 100% kommen. Dr. Dua hier, ich habe einen weiteren Auftrag für Sie. Okay. Schießen Sie mit der Kamera des Ranger-Teams ein Foto, auf dem ein Triceratops und ein Strontiuminus zu sehen sind. Okay. Beide Saurier besitzen wir nicht, aber nehmen wir es trotzdem an. Ja. Machen wir mal. Wir brauchen Geld und es gibt ein bisschen Geld. Aber füllen wir erstmal ein bisschen hier aus. Und der kostet immer noch viel zu viel. Es kostet der Strudi 30.000 immer noch. Da können wir natürlich auch ein paar reinhauen. Hatten wir Wüste oder Savanne beim Strontiuminus? Gehen wir mal hier mit. Da gehen wir auch mit Lebenserwartung hoch. The One ist uns ja schon einmal gestorben an Altersschwäche. Der erste Dinosaurier, der uns an Altersschwäche gestorben ist, war gleich The One. Der allererste. War abzusehen. So, wie weit kommen wir jetzt da? Wir haben 82% und kriegen hier 20 drauf. Das funktioniert. 47 kostet. Ich würde sagen, wir brüten uns jetzt 2 aus. Wenn wir das Geld dafür haben, haben wir locker, dass hier mal ein bisschen Leben in die Bude kommt und wir mehr Besucher bekommen und dadurch natürlich auch mehr Geld. So. Aber ich würde sagen, um vielleicht hier oben dann auch noch ein paar Gebäude hinbauen zu können, werden wir das Umspannwerk hier hinbauen. Und leiten die Stromleitungen hier runter. So. Und damit ist auch das HCU-Zentrum funktionsfähig. Unsere Strudis sind fertig. Und wie sehen die aus? Ui. Ach, er hat einen Namen verdient, würde ich sagen. Wir nennen ihn Dunkel. Das ist Dunkel. So. Hat er einen Namen bekommen? Aber die Kopffärbung ist ein bisschen verschwunden. Wir sind hocherfreut, einen Strontiuminus im Park willkommen heißen zu dürfen. Super. Ich würde sagen, machen wir nochmal 2. Und probieren da aber mal die andere Färbung wieder aus. So. Da muss jetzt einfach mal was passieren im Gehege. Aber die dunkle Färbung ist schon echt cool. Also wenn da so ein ganzes Rudel rumrennt, schaut das richtig gut aus. Sozialisieren sich. Und jetzt haben sie beide Durst. Wunderbar. Zu unserem Serato werden wir natürlich auch nochmal einen anderen, beziehungsweise noch vielleicht 2 weitere Serato reinknallen. Die können ja ein bisschen miteinander. Die anderen ist Strontiuminus auch fertig. Das sind die mit dem rosa Kopf, die wir ja schon kennen. Und da sagen sie Hallo zueinander. Sehr schön. Wo ist der vierte? Ah, da. Wunderbar. Was wir jetzt auf keinen Fall vergessen dürfen, ist, dass wir natürlich auch ein Expeditionszentrum bauen müssen. Und auch ein Fossilienzentrum. Aber die werden wahrscheinlich sehr teuer sein. Oh ja. Da müssen wir auf jeden Fall noch ein bisschen gucken, dass wir Geld reinbekommen, dass wir uns die bauen können.
Der Cerato kostet, glaube ich, 500.000, wenn ich mich nicht täusche. Oder mehr. 1.000.000 war das. Mhm. Ganz schön teuer, der Kamerad. Was kostet denn der Triceratops? Da können wir vielleicht diesen Auftrag abschließen. Den könnten wir bald einen machen. Aber die sind halt nicht so gesellig, ne? Die mögen nur bis zu 6, aber 16... Ach, so viele können wir in das Gehege sowieso auch nicht reinsetzen. Können wir uns schon mal einen ausbrüten. Machen wir auch. Voll modifiziert. Sobald wir das Geld dafür haben, wird er ausgebrütet. Und damit kommt auch auf jeden Fall unsere Vielfalt hoch und wir kriegen wieder ein bisschen mehr Geld. Da ist aber schon einiges jetzt los auf der Straße. Die wollen sie schon sehen, die Saurier. Damit können wir uns den Triceratops leisten. Und wir hauen ihn raus. Er ist ja auf jeden Fall auch... ja, auf jeden Fall. Los geht's. Die Insel ist eigentlich auch richtig schön, ne? So am Hang des Berges gelegen, so ein bisschen drin und dann aber auch direkt am Meer mit Strand im Hintergrund und na, schon ganz schön. Vom Bauplatz her ist es hier, da kommt noch was, hier unten ist noch ein bisschen was möglich und hier oben auch. Also da wird es dann auch nicht eng werden, so erstmal. Und ich würde sagen, wir warten noch, bis wir uns einen weiteren Hyangos ausmachen können oder einen Triceratops. Hm. Ist die Frage, eins von beiden. Wir könnten uns ein bisschen mehr Geld verdienen, indem wir Fotos schießen gehen. Oha! Brüllte uns ins Ohr. Ein guter Moment für ein Foto. Na, wenn das mal kein cooles Foto ist. Ja, denkt auf die Presseabteilung. Ein bisschen Geld verdient. Und dann haben wir Baryonyx. Das Baryonyx-Genoms. Okay. Das können wir mal annehmen. Auch wenn wir noch kein fossilen Zentrum haben. Ich habe etwas Neues, das Sie sich ansehen sollten. Unser Triceratops ist bereit. Wir lassen ihn raus. Und da kommt er. Da gerade etwa das Ranger-Fahrzeug von einem Hyangosaurus angegriffen. Wir sind hocherfreut, einen Triceratops im Park. Ja, die können schon auch sauer werden. Die, ja. Das finden die schon auch nicht ganz so cool, wenn man sie belästigt. Ah, der ist fast so teuer wie der Triceratops. Auch ein ganz schön teures Tier.
Aber wir haben jetzt auf jeden Fall. Oha. Ja, lassen wir es erstmal reparieren. Dir geht's aber gut, oder? Also du machst jetzt keinen Ärger oder so. Ich finde, hier ist ein bisschen zu viel Wald im Gehege jetzt. Können wir ruhig ein bisschen entfernen. Hier ist so eine kleine Lichtung rein. So. Ach, ziehen wir es durch. So. Gefällt euch immer noch, ne? Ja. Und ihm hier? Gefällt es auch? Und euch sowieso. Ihr seid ja total anspruchslos. Ihr könnt ja überall. Könnt ihr ja sogar vom Parkplatz. So, und jetzt schießen wir das Foto. Halt. Los geht's. Moin, moin. Können wir da eigentlich einen Donut machen? Ah, das geht nicht. Schade. Fahrzeug wird angegriffen. Ja. Nö. Gehen wir ein Foto hin, wo dann beide drauf sind. Hyango 13. Nein, haben wir leider nicht. Haben wir leider nicht hingekriegt. Wir müssen einen Triceratops. Oh, 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 oh. Das ist ein bisschen gestresst, die Saurier. Ich glaube, der Hyango will uns echt. Oh, oh. So. Okay. Müsste nur noch der Triceratops da hinten rauskommen, dass wir ein Foto machen können. Oder wir warten auf ihn hier. Auch gleich fertig. So, wir lassen ihn frei und jetzt aber fix ganz schnell jetzt. Wenn wir jetzt hier hingehen und... So, ein Foto schießen haben wir doch beide drauf. Jawohl. Und? Struti ist drauf, Triceratops ist drauf, wir schicken es ab. Und haben die Mission auch erfüllt. Cooles Foto! Ich hoffe, das klang ehrlich. Es hätte zumindest so klingen sollen. Und raus hier. Wenn Sie so weitermachen, werden Sie es noch sehr weit bringen. Und damit haben wir das auch geschafft und haben wieder gut Geld. Aber jetzt werden wir auf jeden Fall erstmal ein Fossilienzentrum bauen. Beziehungsweise ein Expeditionsteam. Hier. Da wollen wir vielleicht mal ein bisschen... da macht sich das hier, glaube ich, besser. Da können wir es bloß nicht hinbauen. Gebäudebeschränkung. Tja, wir snappen es mal, dass wir vielleicht beide dann irgendwie hier hinbekommen. Dieses so. Und ich hoffe eigentlich, dass wir dann das Fossilienzentrum hier noch mit hinbekommen. Das wäre cool. Das wäre richtig schön. Bauen wir hier mit hin und bauen so eine Kreuzung auf, oder? So. Alles klar, jetzt haben wir hier allerdings das Problem, dass da kein Umspannwerk... Warum ist denn hier oben ein Umspannwerk? Das muss ich jetzt nicht unbedingt verstehen, oder? Verbaut, dann eben hier hoch.
Damit haben wir auch ein Expeditionszentrum und können ihn gleich losschicken. Und was müssen wir einen Baryonyx, oder wie auch immer der ausgesprochen wird, Baryonyx. Was ist das? Wo gibt es den? Oh, aha, Leute, guckt mal, Velociraptoren. Ohoho. Wo gibt's denn Saurier? Oder ist es am Ende gar kein Saurier? Es kann natürlich auch sein, dass das irgendwie so ein ganz andere, so ein Fossil, das man nur verkaufen kann, ist oder so. Oben gibt es gar keine Fossilien. Ja, Leute, was wollen wir uns denn holen? Dieser Auftrag sieht interessant aus. Für mich zumindest. Was denken Sie? Behalten Sie 4 Minuten lang eine Gesamtbesucheranzahl von 900 bei. Ja, das können wir doch mal machen. Das nehmen wir auf jeden Fall an. Jetzt ist die Frage, was holen wir uns noch für einen Saurier? Ein Pflanzenfresser, den wir vielleicht noch in das andere Gehege reinbekommen, oder aber tatsächlich Velociraptoren? Oder Dracorix, den müssen wir ja auch mal weitermachen, ne? Oder ein Ankylo. Wisst ihr was, wir gehen jetzt einfach mal... Ja, wir holen uns den Velociraptor. Ich hab Bock auf Velociraptoren. Los geht's. Ein Stromproblem. Warum haben wir ein Stromproblem? Ah ja, okay. Da müssen wir tatsächlich hier jetzt verbesserte Leistung reinschieben. Das Problem besteht aber weiterhin. Jetzt? Jetzt nicht mehr. Ein Forschungszentrum brauchen wir ja auch noch. Ah, Leute, dieser Park, der muss echt erst aufgebaut werden. Und das, obwohl wir überhaupt kein Geld dafür haben. Wir können ja jetzt auch nicht dauernd Fotos schießen gehen. Also bin ich so ein bisschen gestresst. Was passiert, wenn ich einfach so die Anlage fotografiere? Nichts. Gibt kein Geld. Müssen wir jetzt echt ein bisschen warten, bis wir da das Geld haben. Aber es ist schon eindeutig ein Genom. Aber darum, was wir erreichen können und brauchen, ein neues Baryonyx-Genom für unsere Forschung. Ja, das muss schon echt irgendwie... seltsam. Ich habe es auf der Karte nicht gefunden, aber es kann ja sein, dass wir es hier noch irgendwie freischalten und dadurch kriegen wir das dann. Ja. Unser Expeditionsteam kommt wieder und wir schicken es wieder los, Velociraptoren-Genome holen. Fossilien müssen wir sagen. Und jetzt kommen wir mal wegen Fossilienzentrum. Ach, das darf doch jetzt nicht sein, oder? Sie haben die Missionsziele erreicht und den Sieg errungen. Nichts anderes hätte ich erwartet. Ist es fies, wir dürfen es nur so weit vorne aufbauen. Na gut, dann bauen wir es eben so.
Sieht jetzt so schlecht auch nicht aus. Im Umspannwerk ist es auch noch mit dabei und das passt dann schon. Jetzt haben wir wieder ein Stromproblem. Oh nein, jetzt müssen wir auf jeden Fall ein Kraftwerk auch noch bauen. Ah. Wo ist denn der Strom ausgefallen? Ja, wahrscheinlich gleich hier. Kommt gerade eine Einbahn, das schauen wir uns mal an, wie da die Leute rauskommen. Oh, man kann den Park schließen, schaut mal. Ja, wo sind denn die Leute? Die gehen alle. Was ist hier los? Naja, wir gucken mal, was wir an Fossilien bekommen haben. Perfekt. Aber das ist noch für einen Dracorex. Aber wir wollen ja eigentlich den Velo. Vogelfossilien. Hm. Gibt uns aber jetzt auch ein bisschen Geld, was sehr gut ist. Weiter geht's. Und was kriegen wir jetzt? Jetzt mal anständige Fossilien bekommen. Jo! Genial! Und damit können wir uns dann auch das Kraftwerk leisten. Ich weiß gerade wirklich nicht, wo der Strom ausgefallen ist. Bei der Ranger-Station. Okay. Das wird uns nicht... Ah doch. Wird uns sogar angezeigt. Wir waren einfach nur zu blind. Hm, ja, verflixt. Aber jetzt extra ein ganz komplett neues Kraftwerk hinstellen, ist halt auch voll übertrieben. Aber was sein muss, muss sein, ne? Ah, wie zu teuer. Ach so, weil wir den Wald erst noch wegmachen müssen. Oh, das ist mies, ist das mies. Oh Mann. Ah. Das ist ja echt gemein. Na gut, dann bauen wir es einfach so hier hin. Zack. Und verbinden das mit dem Umspannwerk. Ja, da wird es dann wohl doch ein bisschen eng werden, dadurch, dass wir... Sie haben kürzlich gute Arbeit geleistet. Darum weiß ich, dass Sie für den Auftrag geeignet sind. Okay, Isaac. Sorgen Sie dafür, dass 60% dieser Insel von Stromabwehrstationen abgedeckt werden. Wir lehnen diesen Auftrag mal ab, würde ich sagen. Das kostet nur sehr viel Geld mit den Sturmabwehrstationen erstmal und bringt uns nicht so viel. Wir haben bei der Unterhaltungsabteilung haben wir noch überhaupt keinen Ruf und deswegen ist das jetzt erstmal nach hinten. Also Unterhaltungsaufträge lassen wir jetzt erstmal sein. Wir gucken mal, ob wir noch eine anfordern können, ja. Und wir haben auf jeden Fall, machen wir mal Wissenschaftsabteilung. Die Wissenschaftsabteilung ist immer auf der Suche nach Mitteln, um ihren Gewinn zu steigern. Okay. Ja, 4 Minuten lang dafür sorgen, dass nicht mehr als 4 Gäste durch Fleischfresser sterben. ich glaube, das ist machbar und das sollten wir generell so tun, als hätten wir diesen Auftrag immer. So. Damit haben wir auch das Stromproblem gelöst.
Wir kriegen ein bisschen mehr Geld rein jetzt. Knapp an die 100.000. Das ist schon mal ganz ordentlich. Wir haben es geschafft, unser Expeditionszentrum hinzustellen, Fossilienzentrum hinzustellen und ja, ein paar Saurier rausgehauen. Ich finde, das ist eine sehr gute Folge gewesen, weil leider sind wir schon wieder am Ende der Folge und ich schicke hier nochmal das Velociraptor, das Team los, um die Velociraptor-Fossilien zu holen und gebe nochmal die anderen Fossilien in Auftrag. Und dann sind wir aber leider wieder am Ende dieser Folge. So. So schaut's aus momentan. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Und ich sag mal, euer Neftatur. Bis dann.